Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Boris Jelzin und Jacques Chirac, freundschaftlich verbunden am Tag vor der Unterzeichnung des Sicherheitspaktes. Guten Abend zum Nachtmagazin. Morgen wollen die 16 Staats- und Regierungschefs der NATO zusammen mit dem russischen Präsidenten in einem feierlichen Akt den Kooperationsvertrag für ein stabiles, friedliches und ungeteiltes Europa besiegeln. Die Bedenken Russlands gegen eine NATO-Osterweiterung sind damit nicht aus der Welt. Doch der Wille, aus ehemaligen Feinden Partner zu machen, hat für Boris Jelzin Vorrang. Kurz bevor Jelzin eintraf, Jacques Chirac verabschiedet vor dem Élysée-Palast NATO-Generalsekretär Solana den Mann, der dem Russen die bittere Pille Osterweiterung versüßte. Zufriedenheit auf beiden Gesichtern. Am Dienstagvormittag um 10 wird ein Schlussstrich gezogen unter 50 Jahren Blockdenken und Feindschaft. Und dann das Zweiertreffen mit Frankreichs Staatspräsidenten. Herzliche Mien. Doch Boris Jelzin hatte bis zum Schluss die NATO-Erweiterung abgelehnt. Wenn er morgen feierlich die sogenannte Grundakte unterzeichnet, dann nach seinen Worten nur, um den Schaden für Russland zu begrenzen. Im Juli will Jelzin beim NATO-Gipfel in Madrid noch einmal die Sicherheitsbedenken seines Landes vortragen. Eine Stunde dauerte das informelle Gespräch zwischen beiden. Zwei Präsidenten zeigten sich, die die morgige Zeremonie im Kreise der 16 Staats- und Regierungschefs der NATO dringend brauchen. Für innenpolitische Pluspunkte. Der Chef des Élysée-Palastes wegen der Schlappe bei den französischen Parlamentswahlen, der Kremlherr wegen des Misstrauens daheim vor der neuen NATO. Nach dem Treffen zeigt Jelzins Sprecher die Grundakte, deren Übersetzungen nun abgeglichen sind, um widersprüchliche Interpretationen zu beenden. Die Kernstücke des Dokuments: Russland wird nach der Unterzeichnung am NATO-Tisch sitzen, in einem neu eingerichteten ständigen Konsultationsrat. Aber ohne Vetorecht bei internen Angelegenheiten der Allianz. Die NATO verpflichtet sich, keine Atomwaffen auf dem Gebiet neuer Mitglieder aufzustellen. Ein mühseliger Kompromiss, den Boris Jelzin bei der Ankunft als einen historischen Erfolg wertete. Alle haben gewonnen, Europa hat gewonnen, die Sicherheit hat gewonnen. Der französische Premierminister Alain Juppé zog am Abend die Konsequenzen aus der Niederlage der konservativen Regierungsparteien im ersten Wahlgang der Parlamentswahlen. Er tritt zurück, wie auch immer der zweite Wahltag am Sonntag ausgeht. Gestern hatten sich die Linksparteien in der Gunst der Wähler überraschend deutlich durchgesetzt. Sie kamen auf etwas mehr als 40%. Die Bürgerlichen sackten auf 36,5% ab. Die Nationale Front erreichte knapp 15%. Viele Franzosen machen den scheidenden Premierminister für die Massenarbeitslosigkeit, das Sparprogramm und die hohen Steuern verantwortlich. Als Jacques Chirac als Staatspräsident in den Élysée-Palast einzog, ernannte er Juppé zu seinem Premierminister, nachdem er ihn vorher schon zu seinem Nachfolger als Chef der gaullistischen Partei gemacht hatte. Eine Männerfreundschaft, die Erfolg bringen sollte, eine Fehlentscheidung Chiracs, wie sich jetzt zeigt. Nach der Verfassung der Fünften Republik hat der Staatspräsident alle Macht im Staat. Der Premierminister, das bekam auch Juppé immer wieder zu spüren, spielt eine Nebenrolle. Er muss, wenn etwas schief geht, den Kopf hinhalten. Dieses Schicksal erlebt nun auch Alain Juppé. Nach dem verlorenen ersten Wahlgang wird er geopfert. Seine erfolglose Politik und seine mangelnde Beliebtheit gelten als Hauptgrund für die Niederlage der Konservativen. Chirac konnte ihn nun nicht mehr halten. Die Entscheidung, sein Amt zur Verfügung zu stellen, teilte Juppé zuerst dem Wahlkampfteam der konservativen Parteien in Paris mit. Bis Montag, bis nach der Stichwahl, wird er noch als Premierminister im Amt bleiben. Les Françaises et les Français viennent de nous adresser un avertissement sérieux. Die Franzosen haben uns eine ernsthafte Warnung zukommen lassen, erklärte Juppé. Er werde bis zum Schluss, bis zur Stichwahl, seine Rolle als Chef der Regierungsmehrheit ausüben. Danach sei seine Aufgabe beendet. Für die Parteien der Regierungsmehrheit ist Juppés Verzicht die Befreiung von einer schweren Bürde. Jetzt will man versuchen, so der gaullistische Justizminister Toubon, das Ruder herumzureißen. Ein möglicher Nachfolger ist schon in Sicht, er hält sich jedoch bedeckt.
Philippe Séguin, ehemaliger Präsident der Nationalversammlung, einer der Gaullisten, die gegen den Vertrag von Maastricht kämpften. Falls die Konservativen ihre Mehrheit behalten, was immer unwahrscheinlicher ist, dürfte Séguin der nächste Premierminister von Frankreich werden. Als Theo Weigel das Steuerpaket der Regierungskoalition vor 4 Monaten auf den Tisch legte, löste die Reform bei der SPD zunächst nur heftige Kritik aus. Heute präsentierte sie ihr eigenes Reformkonzept. Das erklärte Ziel: Entlastungen für Durchschnittsverdiener. Bei den anderen Parteien lösten die Steuerpläne der Sozialdemokraten, von zaghaft über widersprüchlich bis unausgegoren, ein recht unterschiedliches Echo aus. Bei der SPD wurde dagegen heute einmal Geschlossenheit demonstriert. Die beiden Frontleute der SPD, ein Herz und eine Seele, nun auch in Steuerfragen. Jedenfalls verkauften die möglichen Kanzlerkandidaten Schröder und Lafontaine das SPD-Steuerkonzept heute gemeinsam. Ihre Botschaft: So wie die Regierung Steuergeschenke für nach der Wahl versprechen, das verbiete sich angesichts der nüchternden Zahlen der Steuerschätzer. Dann lieber eine schnelle, sauber finanzierte Reform noch im Wahljahr. Auf der Grundlage der Steuerschätzung und auf der Grundlage der Diskussionen sind wir jetzt für eine, grosso modo, aufkommensneutrale Steuerreform. Die SPD will umverteilen. Geben will sie den Familien mit Kindern auch über ein höheres Kindergeld. Geben will sie den kleinen Betrieben, den Handwerkern, den Facharbeitern und Angestellten. Nehmen will sie den Besserverdienenden, der kapitalintensiven Industrie. Unsere Reform hat einen Umverteilungseffekt zugunsten der Arbeitnehmer und Familien im mittleren Einkommensbereich. Und Sie haben auch recht, dass teilweise dies über den Unternehmensbereich finanziert wird. Damit habe ich kein Problem. Es geht darum, die nominalen Steuern, den real gezahlten, anzupassen. Beispiele. Nach Berechnungen der SPD hat eine Familie mit 2 Kindern bei einem zu versteuernden Einkommen von 20.000 Mark 720 Mark mehr im Portemonnaie. Bei 50.000 wären es dann 2.550 Mark, bei 100.000 3.270 Mark, bei 240.000 nur mehr 2.788 Mark. Beim Spitzensteuersatz sieht die SPD nun Luft nach unten. Den Eingangssteuersatz will sie in Stufen erst auf 22, später vielleicht auf 15% abschmelzen. Hauptattraktion des SPD-Tarifs: das steuerfreie Existenzminimum steigt gleich um 2.000 bzw. 4.000 Mark für Verheiratete. Den Faktor Arbeit will die SPD billiger machen, die Sozialbeiträge um 2 Punkte senken. Im Gegenzug will die SPD bei der Mineralölsteuer 6 Pfennig, bei der Mehrwertsteuer 1% draufsatteln. Weitere Meldungen vom Montag, der Nachrichtenüberblick im Nachtmagazin. Die ausländischen Direktinvestitionen sind im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gefallen. Nur noch 1,1 Milliarden Mark gingen in Firmen in Deutschland gegenüber 18 Milliarden Mark im Jahr zuvor. Unternehmen aus Asien und Amerika zogen mehr Kapital aus Deutschland ab, als sie hier neu investierten. Der Bundesverband der deutschen Industrie sagte dazu, der Standort Deutschland habe international die Note nicht ausreichend erhalten. Der Schweizer Pharmakonzern Hoffmann La Roche hat für rund 19 Milliarden Mark die Böhringer Mannheim-Gruppe übernommen. Die Konzernleitung erklärte, sie wolle im Bereich diagnostische Systeme und Produkte die Marktführerschaft erreichen. Böhringer hat in Deutschland 8.200 Mitarbeiter. Wie sich die Übernahme auf diese Arbeitsplätze auswirkt, ist noch völlig offen. 2.300 Beschäftigte des Nutzfahrzeugeherstellers Iveco haben im Stammwerk Ulm die Produktion lahmgelegt. Sie protestierten damit gegen den geplanten Abbau von 700 Arbeitsplätzen. Die gesamte Fertigung stand still. Hintergrund der Proteste ist die Entscheidung der Fiat-Tochter, die Fahrerhausmontage nach Italien zu verlagern. Morgen soll die Produktion wieder anlaufen. Der erste Omnibus mit umweltfreundlichem Antrieb ist von der Daimler-Benz AG vorgestellt worden. Der Bus verfügt über eine Brennstoffzelle, in der durch die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff Strom erzeugt wird. Aus dem Auspuff entweicht nur Wasserdampf. Ob der Bus in Serie geht, wird in den nächsten 3 Jahren entschieden. Der neue Machthaber in Kongo, Kabila, hat alle politischen Parteien in der Hauptstadt Kinshasa und der Umgebung verboten. Es gilt bereits in den Teilen des früheren Zaires, die Kabila in seinem 7-monatigen Feldzug erobert hatte. Kinshasa war die Machtbasis der wichtigsten Oppositionspartei von Kabilas Rivalen Tshisekedi. Baldige Neuwahlen hat Kabila bereits ausgeschlossen. Im Machtkampf mit dem türkischen Militär hat der islamistische Ministerpräsident Erbakan erneut eine Niederlage hinnehmen müssen.
Nach einer sechsstündigen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates forderten die Generäle, etwa 100 fundamentalistisch gesinnte Offiziere zu entlassen. Erbakan wird vorgeworfen, gegen die Trennung von Staat und Kirche zu verstoßen. Die Börsendaten, die amerikanischen Aktien- und Devisenmärkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. In Frankfurt lag der Dollar beim Fixing bei 1,6870 Mark. Das ist unter dem Fixing vom Freitag. Der IBIS DAX schloss in Frankfurt mit 3.669 Punkten, ein Plus von 47 Punkten. In einem Alleingang hatte die Münchner Landesregierung im vergangenen Jahr über das Schwangerenhilfegesetz entschieden. Es verbietet Ärzten in Bayern vom 1. Juli an, mehr als ein Viertel ihrer Einkünfte mit legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu verdienen. Die Bestimmung sorgte bundesweit für Empörung. Auch der Protest aus dem Freistaat blieb nicht aus. Zwei Ärzte legten Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ein. In wenigen Stunden müssen sich die Karlsruher Richter mit den Eilanträgen gegen die bayerische Sonderregelung befassen. In Bayern gehen die Uhren anders. Dies gilt insbesondere auch für die gesetzliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen. Andreas Freudemann, Frauenarzt in Nürnberg und einer der beiden klagenden Ärzte, will das nicht hinnehmen. Formal erhebt er Beschwerde, weil er sich im Grundrecht der freien Berufsausübung eingeschränkt sieht. Die bayerische Regelung, wonach Mediziner höchstens 25% ihrer Einnahmen aus Abbrüchen erzielen dürften, käme für ihn und andere spezialisierte Ärzte einem Berufsverbot gleich. Doch bei der Verfassungsbeschwerde geht es ihm ganz offensichtlich um mehr. Wir klagen, weil die bayerische Staatsregierung mit ihrem Gesetz beabsichtigt, einen in der gesamten BRD legalen Vorgang, einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung, so zu reglementieren, dass tatsächlich das Angebot für Frauen in Bayern, einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung zu bekommen, de facto nicht mehr existiert. Nach eigenen Angaben nehmen die beiden klagenden Ärzte in ihren Praxen etwa die Hälfte der rund 10.000 jährlichen Abbrüche in Bayern vor. Sollte ihnen die Zulassung dafür entzogen werden, so ihr Argument, drohte wieder ein Abtreibungstourismus wie in früheren Jahren. Eine Einschätzung, die auch Pro Familia teilt. Ganz anders dagegen die Auffassung des Sozialdienstes katholischer Frauen, der die meisten Frauen in Bayern berät. Ein Versorgungsnotstand oder der befürchteten Abtreibungstourismus wird es aus unseren Erkenntnissen nicht geben. In Bayern ist durch gynäkologische Praxen, aber auch durch Krankenhäuser hinlänglich gesichert, dass Frauen, die einen Abbruch erwägen, auch hier in Bayern diesen Abbruch vornehmen lassen können. Insgesamt 104 niedergelassene Gynäkologen, so rechnet das Sozialministerium vor, hätten im vergangenen Jahr in Bayern Abbrüche durchgeführt. Der vom Verfassungsgericht vorgegebene sogenannte Sicherstellungsauftrag werde also erfüllt. Auf der Tennis-Weltrangliste der Herren belegt er Platz 113. Bei den Australian Open verließ Jens Knipschild als letzter deutscher Spieler den Wettbewerb. Heute spielte sich der 22-jährige Oberhausener bei den French Open gegen David Prinosil in die zweite Runde. Sein nächster Gegner, Alex Koretja, einer der Favoriten. Knipschild nimmt's gelassen, schließlich habe er überhaupt nichts zu verlieren. Der Sport im Nachtmagazin mit den French Open. Er war so nah dran, der Mark Kevin Göllner an der großen Sensation gegen Thomas Muster. Der Titelverteidiger bei den French Open wankte. Göllner führte 4:2 im entscheidenden fünften Satz. Dann noch einmal 40:0 bei 4:4. Aber der Weltranglistenfünfte aus Österreich kam immer wieder zurück. Es war vielleicht das beste Spiel des Mark Kevin Göllner seit langer, langer Zeit. Produkt harter Arbeit in den letzten Wochen. Nur der Wille des Titelverteidigers trieb dieses Match in den fünften Satz. Und so wie der Matchball war auch das ganze Spiel. Göllner mit Druck, Muster mit schnellen Beinen. Am Ende machte der Deutsche den entscheidenden Fehler. 4:6, 7:6, 6:2, 6:7 und 6:4. Thomas Muster in Paris in Runde 2, Mark Kevin Göllner ausgeschieden. Frank Pagelsdorf wird neuer Trainer des Hamburger Sportvereins. Der 39-Jährige und sein bisheriger Verein Hansa Rostock einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Pagelsdorf wird damit Nachfolger von Felix Magath, den der HSV am Pfingstsonntag entlassen hatte. Der SV Waldhof steht in der zweiten Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg. Beim 1. FC Kaiserslautern unterlagen die Mannheimer mit 0:5. Martin Wagner schoss Kaiserslautern schon in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. In der 33. erhöhte Harry Koch auf 2:0.
Das war auch der Pausenstand. Der Tabellen-16. aus Mannheim leistete nur wenig Widerstand und geriet schon in der 47. Minute mit 0:3 in Rückstand. Torschütze war Olaf Marschall. Danach schwächte sich Waldhof selbst. Attila Bierlix Platzverweis nach Foul an Wagner berechtigt. Nach dem Ausrutscher in Zwickau zeigte der bereits als Aufsteiger feststehende 1. FC Kaiserslautern eine profihafte Einstellung und ging weiter auf Torjagd. Harry Koch traf nach 72 Minuten zum 4:0. Jürgen Risch erhöhte 7 Minuten später auf 5:0. Kaiserslauterns Fans feierten zum zweiten Mal den Aufstieg. Denn SV Waldhof kann nur noch ein Fußballwunder vor dem Abstieg retten. Und daran zu glauben, gab die Leistung in Kaiserslautern keinen Anlass. Eine Institution feiert Geburtstag. Als die Stiftung Deutsche Sporthilfe vor 30 Jahren in Berlin gegründet wurde, stand der immer stärker werdende Hochleistungssport der DDR sozusagen Pate. Im deutsch-deutschen Wettlauf um Pokale und Medaillen sollte dem Staatsamateur östlicher Prägung ein westliches Fördermodell entgegengestellt werden. Seitdem bietet die Deutsche Sporthilfe Talenten aller Sportarten finanzielle Unterstützung an, von der Ernährungsbeihilfe bis zum Aufenthalt in Trainingszentren und Internaten. 28.000 Athleten hat die Stiftung Deutsche Sporthilfe gefördert. Ihr Ziel, die finanzielle und soziale Unterstützung talentierter Sportler, um Erfolge zu garantieren, wie dieser 1968. Also ich glaube schon, dass die Sporthilfe die Erleichterung geschaffen hat, dass wir überhaupt also sehr viel im Achter trainieren konnten. Wir hatten eine sehr schlechte Saison 1968. Das heißt, wir haben also skandalträchtig verloren, wie man so schön sagte. Und wir mussten sehr große Anstrengungen machen, das aufzuholen. Josef Neckermann war als Dressur-Olympiasieger und erfolgreicher Geschäftsmann der Macher. Sein Tod und der Andrang der Stars aus dem Osten nach der Wende stürzten die Stiftung in eine finanzielle Krise. Neckermanns bedrohtes Erbe verwaltet nun Hans-Ludwig Grüschow, Vorstandsvorsitzender bei Techem. Nach dem Motto Geld stinkt nicht, versucht er die Stiftung zu retten. Sie ist seit neuestem Mitbetreiber von 2 Spielcasinos. 6-stellige Gewinne werden erwartet. Ein Geschäft ohne Skrupel? Es kann doch gar kein Imageverlust sein. Wenn Sie sagen, wo gespielt wird, das kann nicht als Geld zur Verfügung stehen, dann müssten wir uns über Lotto und Toto und Glücksspirale und alle anderen Dinge auch unterhalten und dann wäre der deutsche Sport tot. Damit der deutsche Sport international leistungsfähig bleibt, sollen die Stars Gegenleistungen bringen. Grüschow fordert zum Beispiel den Solidaritätsfonds, in den die Spitzenverdiener zurückzahlen müssten. Die Zeit drängt, denn 3.600 Athleten bekommen Unterstützung und immer mehr Sportverbände bitten darum. Wir versuchen das immer noch wieder hinzukriegen, trotz der Etatbeschränkungen, auch durch Anpassung von Fördermaßnahmen, immer wieder hinzukriegen, ohne jetzt also die Athleten selbst zu sehr zu belasten. Aber schwierig ist es schon. Die Sporthilfe im Aufwind, mit Grüschow ist die Hoffnung zurückgekehrt, dass weitere Generationen gefördert werden können, ohne die Rücklagen angreifen zu müssen. Ein Weg dazu könnten gemeinsame Vermarktungsstrategien zusammen mit dem Deutschen Sportbund und dem Nationalen Olympischen Komitee sein. Mancher ist für den Sport besser ausgerüstet als für das Leben. Und das bringt der Dienstag. In Düsseldorf wird das Urteil im Prozess gegen den ehemaligen DDR-Spionagechef Markus Wolf gefällt. Die Bundesanwaltschaft fordert 3,5 Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung in 3 Fällen. Im Vatikan berät Papst Johannes Paul II. Mit den deutschen Bischöfen über deren Haltung zur katholischen Schwangerschaftsberatung. In Eisenach eröffnet Bundespräsident Herzog den 100. Deutschen Ärztetag. Und in vielen Teilen Deutschlands lehrt uns der Wonnemonat Mai das Frösteln. Besonders der Norden und der Osten Deutschlands werden von einem Tief mit kalter Meeresluft beeinflusst. Nur im Südwesten herrscht noch leichter Hochdruckeinfluss, aber auch dort könnte es wärmer sein. Das sind die europaweiten Temperaturen. Auch in Skandinavien wird weiter gefröstelt bei 12 Grad. Schweißtreibend dagegen die Werte im Süden. Italien 27 Grad im Schatten. Heute Nacht im Norden und Osten trüber Himmel und Regen. Auch tagsüber dort noch viele Wolken und hin und wieder Schauer. In der Südwesthälfte bleibt es meist trocken und sonnig. Unser Flug am Vormittag von Hamburg nach Frankfurt. An der Waterkant Wolken und Schauer. Im ganzen norddeutschen Tiefland hin und wieder Schauer. Insgesamt ist es unbeständig. In Nordhessen wird es langsam freundlicher und auch in Frankfurt scheint die Sonne. Nordwestwind weht mäßig bis böig, im Osten bläst er etwas frischer, im Norden sogar stark. Heute Nacht 7 bis 8 Grad, im Westen
auch bis 11 Grad. Und nun die Tageswerte. Dort, wo es bewölkt ist, nur 12 bis 13 Grad. Sonst aber 16 bis 19, nur am Oberrhein knapp über 20 Grad. Mittwoch und Donnerstag im Westen immer wieder Sonne, im Osten immer wieder Schauer. Aber am Freitag wird es auch dort freundlicher. Allerdings bleibt es weiterhin recht kühl. Das war's für heute. Die nächsten Nachrichten der Tagesschau gibt es um 5.30 Uhr im ARD-Morgenmagazin. Das Nachtmagazin informiert Sie über die Ereignisse vom Dienstag um 5:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss und schlafen Sie gut.